150.000 Kinder, geprägt von psychischem und körperlichem Missbrauch. 6.000 Tote, zerstörte Familien, Drogen- und Alkoholmissbrauch. Eine Kultur bleibend geschädigt, Generationen für immer traumatisiert. All das hängt mit den Residential Schools in Kanada zusammen. Doch handelt es sich dabei um einen Völkermord? Beginnen wir mit einer kleinen Einführung. First Nations sind neben den Inuit und Métis eine der drei indigenen Völker Kanadas. First Nations haben ihre eigenen Reservate, leben jedoch nicht zwingend in diesen. Allgemein können sie in große ethnische Gruppen aufgeteilt werden, allerdings gibt es viele kleinere Gemeinschaften, welche man oft als Band bezeichnet. Insgesamt leben mehr als 630 First Nations Communities in über 50 Nationen in Kanada und mehr als 50 indigene Sprachen werden gesprochen. Zu den First Nations gehören 900.000 Personen, welche zusammen mit den Métis und Inuit 4% der kanadischen Bevölkerung ausmachen. Schon jeher war das Verhältnis zwischen den Ureinwohnern und den Europäern schwierig. Zu Beginn betrieben sie Pelzhandel mit den britischen und französischen Kolonialisten. Doch eine tragische Folge des direkten Kontaktes war der Tod vieler Ureinwohner an den unbekannten europäischen Krankheiten. Später wurden viele Völker von den Europäern bekämpft oder ganz ausgelöscht, wie beispielsweise die Beothuk auf Neufundland. Ab 1830 wurde die Umsiedlung in Reservate verordnet. Diese wurden offiziell gebaut, um die indigene Kultur zu bewahren. Jedoch wurde dadurch die Segregation verstärkt. Das diskriminierende Verhalten den First Nations gegenüber wurde 1876 durch den Indian Act legalisiert. Dieses Gesetz verwaltete zum Beispiel den Indian Status, welcher bestimmt, wer vor dem Gesetz als First Nation anerkannt wird, was nicht immer der Fall war. Zudem enthielt es kolonialistische Gesetze mit dem Ziel, die indigene Kultur zu zerstören und sie an die europäisch-kanadische Kultur anzupassen. Eine neue Version wurde erst 1951 erarbeitet, welche danach noch mehrmals verändert wurde. Auch heute ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Doch es ist ein Fakt, dass der Indian Act die legale Basis für Traumata, Menschenrechtsverletzungen und Zerstörung sozialer und kultureller Normen über Generationen hinweg bildete. Besprechen wir nun die Geschehnisse der Residential Schools. Nachdem im Jahr 1876 der Indian Act eingeführt wurde, entstanden die ersten staatlich organisierten Residential Schools. Jedoch können kirchlich geführte Schulen dieser Art bereits auf das 17. Jahrhundert zurückgeführt werden. Dadurch, dass die Regierung nun die Kontrolle über die Residential Schools übernahm, konnte ein strukturiertes System aufgebaut werden. Das Ziel dieser Schulen war die Integration der indigenen Völker in den kanadischen Staat. Eine Methode, dieses Ziel zu erreichen, war das Verbot der indigenen Zeremonien, welches in einem Zusatzartikel des Indian Acts angegeben wurde. Die Integration war aber nicht im Sinne der First Nations. Sie wird als der Prozess beschrieben, jemanden in eine andere Person zu verwandeln, indem man sie vergessen lässt, wer sie war und ihr jeglichen Zugang zu ihrer Kultur und ihrer Sprache verbietet. So erging es etwa 150.000 Kindern der indigenen Bevölkerung Kanadas. Die Kinder wurden ihren Familien gewaltsam entrissen, ohne zu wissen, wohin sie gebracht wurden. Auch Mabel Gray musste dies erleben, als sie mit 3 Jahren in eine Residential School gebracht wurde, welche sie von 1924 bis 1939 besuchte. I remember being on horseback with my dad. Well, they always call him dad, although it's my foster dad. I remember when I was 3 years old, we were on horseback, and I guess he was going to put me in the Jussard Residential School. But my mother and dad, my real parents, wanted me to go to the Gruard. So how I came to be in the foster home, because my dad took me away from my mom when I was still in a moss bike. Must have been a few months old. So then, like I was saying, I was on horseback with my dad, and
we could see a team of horses come up. There was nuns on it. I remember that day, you know. Bei der Ankunft in den Residential Schools wurden die Kinder nach Alter und Geschlecht getrennt. Ihnen wurden die traditionellen Kleider weggenommen und die Haare abgeschnitten. Die Kinder hatten Schwierigkeiten, sich im neuen Umfeld zurechtzufinden. Anfangs konnten sie sich weder untereinander noch mit den Erwachsenen verständigen. Außerdem wurde von ihnen erwartet, ihr Verhalten grundlegend zu verändern, da alles, was an die indigene Kultur erinnern könnte, verboten war. Ein einfaches Handzeichen zur Begrüßung konnte für eine schwere körperliche Strafe sorgen. So können auch Peggy Shannon und Riley Burns von den traumatisierenden Erfahrungen zu Beginn ihrer Schulzeit erzählen. Do you remember what it was like in the dorms? Pretty terrible because of the girls. They, when they first got there, they were all lonely. And they sneaked to talk their language in them. So at night they would just in whispers speak their language. And we didn't understand. I didn't understand English. I didn't know the rules of the lineup and everything. I got into a fight right away because I didn't understand the boys. I went to have supper, I had a bleeding nose and everything, but I went to have supper. But I didn't understand the kids. And then from there on for a whole month, they started getting lickings the next day because I didn't understand. I was trying to talk Cree to the ones in my, there was one boy in my same age as me, that came from our reserve, we talked. And we got lickings for that. I'm trying to learn this English. It was one, you know, it was one thing to learn that, the language. And 1 month I went to school like that. I got lickings in the classroom for, I couldn't understand them, what they were saying. And they put my hands on a desk and they had the little rollers and they'd hit me right here all the time. And things like that happen. Or stand in the corner with one leg up for an hour or so. It seemed like all day, but it was about an hour. You stand there one leg because you couldn't talk English. Da viele der Einrichtungen überfüllt und unterfinanziert waren, konnte das Essen je nach Schule eher spärlich ausfallen. Viele Kinder waren deshalb auch unterernährt und konnten teilweise nur durch Diebstahl an gute Nahrungsmittel gelangen. Wie Riley Burns erklärt, wurden in manchen Schulen die guten Nahrungsmittel den Kindern auch vorenthalten. We had a big room, big dining room, boys and girls. Half of them was on one side and the girls on one side. And then another room over there, there was a special room for the staff. They had vegetables, breakfast, and bacon and eggs. And you can smell all this and all you got is a piece of bread and porridge. They got all this. Dinner time, they'd have the best meal, roast beef, pork chops, and all these things. And all we got was one piece of bologna, a couple of slices of bread. That's got a dose. Supper time is the same thing. They had special meals, we didn't. Erschreckend ist auch, dass nur etwa 2 bis 4 Stunden täglich für schulisches Lernen genutzt wurden. Den Rest der Zeit verbrachten die Kinder mit harter körperlicher Arbeit und Religion, wobei die Kinder einen Gott anbeten mussten, den sie nicht kannten und an den sie nicht glauben konnten. Die Einrichtungen waren also vielmehr Umerziehungsinternate als richtige Schulen. Das Verlassen der Schule war strikt verboten. Wer bei einem Fluchtversuch erwischt wurde, wurde mit Prügel bestraft. I remembered after that, I ran away from school so many times. For every time, you know, I had a, they call this running the gauntlet. When they come back, they get caught. And they had a lineup, boys all lined up with belts or whatever, and you had to run through it and get hit. The students would hit you? Yeah, the students, yes. They make their own, your own students hit you.
Jene, die es schafften, den Fängen der Schule zu entfliehen, fanden oft trotzdem nicht zu ihren Familien zurück, da die Institute meist kilometerweit von den Reservaten der First Nations entfernt waren. Bevor die Kinder diese erreichen konnten, starben viele von ihnen an Durst, Hunger oder Kälte. Ein anderes Verbrechen, das den Schülern angetan wurde, war der sexuelle Missbrauch. Wenn Mädchen dadurch schwanger wurden, gab es für die Priester und Nonnen je nach Schule verschiedene Arten, damit umzugehen. In manchen Schulen wurden Zwangsabtreibungen mit unkonventionellen Methoden durchgeführt, wie zum Beispiel mit einem Kleiderbügel. Andere Mädchen mussten ihr Baby austragen, nur damit es ihnen nach der Geburt weggenommen und in Öfen verbrannt werden konnte. Auch Roy Dick musste schrecklichen Missbrauch erleiden. No, the second year when I was on it at the school, I started getting sexually abused from this guy named George Mazinski. I was about 8 years old at that time, because I can't even disclose the sexual abuse at that time, because you know, we weren't believed, and most of the time it was under the silence of being punishment. And we're not going home for our holidays and stuff. That's what they laid on us. And I held that for a long, long time. Who was George? He was a supervisor for the boys. So he worked for the school? Yeah, he worked for the school there at that time. Die Erlebnisse in den Schulen waren so traumatisierend, dass die meisten Überlebenden viele davon verdrängten, so wie auch von Terry Lusty beschrieben. That time that I spent in there, much of it, the larger part of it, is all pushed back. I've just blocked it out. And I was even trying to start an autobiography, and I was having trouble because I wanted to start from day one and walk through my early childhood, a childhood I never had. And I couldn't do it because I just blocked out so much. That's that security blanket we develop for ourselves. And so there's very little I can recall. I don't recall much in terms of happy times. Most of it is kind of negative stuff. Solch traumatisierende Ereignisse bringen natürlich große Folgen mit sich. Die wohl größte Folge der Residential Schools ist die transgenerationale Traumaweitergabe. Ganz allgemein wird diese als die Übertragung eines Traumas auf die nachfolgenden Generationen definiert. Ab der dritten Generation, in der das Trauma weitergegeben wird, wird es als transgenerational bezeichnet. Durch die Residential Schools, welche nicht nur indigenen Familien ihre Kinder entrissen, sondern ihnen auch ihre Spiritualität, ihr Wissen und vor allem ihre Gemeinschaft weggenommen haben, stellte sich heraus, dass viele der Überlebenden Probleme mit familiären Strukturen haben. And that was the hardest part when me and my wife got married, was to be a parent. We wanted our kids to do things so perfect. To make their beds right, put their clothes right. But the younger one, today he has a hard time with that. He's a perfectionist. Everything has to be neat, everything. Even when he played hockey, his clothes had to be put right. And that's my doing. That's part of boarding school. Allgemein, in sozialen Situationen haben sie oft Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Dies ist besonders bedeutend, weil in First Nations nicht das persönliche Wohl im Vordergrund steht, sondern das Wohlergehen der Gemeinschaft. Hierbei kann es sich zum Beispiel um Vergebung, Empathie, Versöhnung oder Vertrauen handeln. Da die First Nations ihre Beziehungen zueinander große Bedeutung schenken, ist es umso schwieriger für jene, die nicht mehr damit umgehen können. Auch Gewalt und
Alkohol- und Drogensucht ist in Familien der First Nations keine Seltenheit. Um das Trauma zu verdrängen, stürzen sich manche Leute in eine Abhängigkeit, statt mit Therapeuten zu sprechen, die ihnen helfen könnten, die grausamen Erlebnisse besser zu verarbeiten. But turning to the Lord instead of the alcohol is the best thing a person could do. It brought me this far. Has it helped with your own children as well? No, because what I brought on, like what they saw in me, is already done to them, and I'm praying for them to quit. But how could anybody quit when the alcohol and drugs flows into your town? If people don't order it, it would not be there. Is it a big problem in your community? Yes, all over around there. Dass nur wenige sich trauen, professionelle Hilfe zu holen, liegt womöglich daran, dass den Kindern eingeschärft wurde, nicht über die Geschehnisse der Residential Schools zu reden. Have you ever talked about your residential school experiences? No. With your children or anything? No. Would you like to share some of those experiences today? Do you feel ready to do that? Like, being at the school, I don't remember. Going home, I don't remember. Everything is blanked. Da ihnen auf gewaltsame Weise eingetrichtert wurde, dass ihre Muttersprache für einen echten Kanadier böse oder schlecht sei, fällt es vielen Überlebenden der Residential Schools auch heute noch schwer, in dieser zu sprechen, wie es von Roy Dick beschrieben wird. When I started abusing alcohol when I was around, somewhere around 16, 17, I think. Because I thought I was no good. Just to hide everything, all that pain, shame, and I didn't know how to talk my language. I lost that and all, you know. The bad part of it, I thought I was better than my parents because I knew English. And they really brainwashed us in that school, and you know. I thought my parents were beneath me because they didn't know how to speak English and it was all wrong. Es wird also schnell deutlich, dass die Überlebenden dieser Einrichtungen heute noch immer nicht frei sind und stets mit dem Widerfahrenen zu kämpfen haben. Die Aufarbeitung zu diesem dunklen Kapitel der kanadischen Geschichte begann am Ende der 1990er Jahre und hält bis heute an. In den letzten Jahrzehnten hat die kanadische Regierung Folgendes unternommen: öffentliche Entschuldigungen, finanzielle Entschädigungen und die Erklärung einiger Residential Schools zu nationalen historischen Stätten. Als die schrecklichen Vorfälle in den Residential Schools in den 1990er Jahren an die Öffentlichkeit kamen, löste dies eine große öffentliche Debatte aus. Damit stieg der Druck auf die Regierung, die Geschehnisse aufzuarbeiten. Hinzu kamen verschiedene Klagen von First Nations gegen die kanadische Regierung und die Kirche. Im Jahre 2017 entschuldigte sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau offiziell bei den Überlebenden der Residential Schools und gab den Fehler der kanadischen Regierung öffentlich zu. Saying that we are sorry today is not enough. It will not erase the loneliness you have felt. It will not undo the harm you have suffered. It will not bring back the languages and traditions that you have lost. It will not take away the isolation and vulnerability you felt when separated from your families, communities, and cultures. It will not repair the hardships you endured in the years that followed as you struggled to recover from what you experienced in the schools and move forward with your lives.
Seit der Schließung der letzten Residential Schools haben sowohl die kanadische Regierung als auch die katholische Kirche Verschiedenes unternommen, um eine Versöhnung mit den First Nations anzustreben. Viele First Nations leiden dennoch weiterhin an den schwerwiegenden Folgen der Residential Schools. Geschehnisse der letzten 20 Jahre veranschaulichen die Vielzahl der Projekte, welche notwendig waren, um dieses dunkle Kapitel der kanadischen Geschichte aufzuarbeiten. Wichtig zu unterstreichen ist, dass diese Aufarbeitungsphase noch nicht abgeschlossen ist. In Bezug auf die Wiedergutmachung und Versöhnung bleiben gewisse Fragen offen. Inwiefern finanzielle Entschädigungen die langfristigen Schäden, Familienbrüche und das Leiden der Überlebenden wiedergutmachen können, ist eine davon. Um nun feststellen zu können, ob es sich bei den Residential Schools in Kanada tatsächlich um einen Völkermord handelt, müssen wir erst den Begriff des Genozids erklären. Zwei zentrale Elemente sind dabei grundlegend. Zum einen das mentale Element, zum anderen das körperliche Element. Um einen Genozid juristisch verurteilen zu können, muss die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören, klar definierbar sein. Im Falle der Residential Schools in Kanada wurde das körperliche Element mehr als genügend erfüllt, da in den Schulen unzählige Kinder ums Leben kamen. Zudem wurden Kinder den First Nations entrissen und in kanadische Familien untergebracht. Die verschiedenen Maßnahmen wurden jedoch ergriffen, um das Ziel der Kulturzerstörung zu erreichen. Dabei sind zwar viele Mitglieder der First Nations umgekommen und transgenerationale Traumata wurden hinterlassen, jedoch war die Absicht nicht, die gesamten First Nations auszulöschen, sondern sie an die kanadische bzw. europäische Kultur anzupassen und komplett zu integrieren. Damit ist das mentale Element des Genozids nicht erfüllt und die Behandlung der First Nations in den Residential Schools kann somit juristisch nicht als Völkermord bezeichnet werden. Da die Absicht, die indigene Kultur zu vernichten, jedoch gnadenlos verfolgt wurde, ist es nur selbstverständlich, die schrecklichen Geschehnisse als kulturellen Genozid zu betiteln. So, das war's jetzt mit unserem Video und wir hoffen, dass wir euch das Thema der Residential Schools in Kanada etwas näher bringen konnten.